Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Projekt, und zwar die Aulo. Ich spiele hier einen hübschen Demon Hunter. Und dann ich werde mich an einem Kreuzritter versuchen. Den musst du noch nicht ansprechen. Achso, Jan, du hast eine Flagge und einen Rahmen bekommen für Heroes of the Storm. Ja. Guck mal bei mir. Ja, warte, ich hab den Rahmen nicht angelegt. Alter. Shit, ich bin gerade zur Dings gegangen, zu dem Kartentypen. Und der labert jetzt und ich komme nicht raus. Leertaste. Will er nicht. Ja, Kopfgelder. Ja, das ist Schwachsinn. Bla bla bla. Ich stelle mir schon mal ein bisschen Anfangszeug her. Also ich habe die Season schon gespielt. Wir spielen jetzt gegen Ende der Season nochmal saisonale Helden. Bringt zwar nichts, aber egal. Und ja. Ich glaube, ich bin der erfahrene Spieler von uns beiden, aber das ja, ist völlig egal. Ich kann gar nichts. So, du siehst ja meine Flagge dort. Ja. Du folgst mir gleich einfach. Sag's Bescheid, ich habe keine Waffen oder so. Ja, ja, wir fangen in Akt 5 an, weil wir da Bonus bekommen. Da fangen wir an in der Altstadt von Westmark. Ich join dir. Die meisten, die das Spiel schon kennen, wir spielen Kopfgelder. Das heißt, wir spielen nicht die Story durch, sondern haben verschiedene Quests, die wir erledigen müssen und bekommen dafür dann extra Loot. Ich war schon ein bisschen mehr Schaden. Ich habe ja gerade eine Waffe hergestellt. Ich habe halt noch gar nichts. Wir spielen nur auf schwer. Das war schon unser Level 2. Gold. Ah, großer Kurzbogen. So. Schnell. Wir müssen jetzt im Endeffekt das umkämpfte Herrenhaus zurückerobern. Wenn man so will. Ja, ja, ich weiß, dass du nicht genug Hass hast. Sagt der Typ die ganze Zeit. Ja gut, für die Leute, die Diablo noch nicht kennen, Diablo ist ein so genanntes Hack and Slay. Ich glaube, jetzt am Anfang wird ganz gut klar, wieso das so heißt. Die labern hier irgendwas die ganze Zeit, dass sie sich vom Joch des Königs befreien wollen. Die haben einfach alle keine Ahnung, wenn man das mal so sagen darf. Darf man, glaube ich. Kopfgelderung, juhu. So, jetzt haben wir das erste Kopfgeld fertig. Du kannst dann gleich mir folgen, Jan. Wir werden uns mal. Ich schau mal ganz kurz, ob wir hier wieder einen Bosskill haben. Wäre schön. Glück. Nein, ist nicht so schön. Gerade auf dem Level ist das ätzend. So, dann machen wir weiter im Wilddorn-Friedhof. Du darfst dann gleich Rechtsklick auf mich machen und folgen, Jan. Ja. Zum Spieler teleportieren. Wir bereiten uns im Endeffekt. Ich möchte Jan jetzt im Endeffekt mal wieder ready kriegen, damit er in der nächsten Season mitmachen kann, ordentlich. Dass wir dort dann auch wieder ordentlich durchstarten können mit der Season 4. So. Wir müssen jetzt 5 Todeszellen zerstören. Ist ja rechts gut lesbar, glaube ich. Ah. Ja, hier hinten haben wir doch schon irgendeine Quest, Zusatzquest. Ja, ja, komm. Halt die Backen. Wir könnten euch natürlich auch mit dem ganzen Gelaber von den Eulen nerven, aber, ja.
Das wäre nicht zielführend, weil wir wollen ja relativ schnell vorankommen. Ja. So. Ja, warte mal kurz. So. Juhu. Gut, ey, ich mache ja so viel Schaden nicht. Gold. Ja, wir sollten vielleicht gleich mal zum Questmark weitergehen. Na komm, Jan, gehen wir schon mal in die Richtung. Gut. Hier hoch. Oh, ich hasse das. Kinder sind da draußen. Nein, ich hasse nicht alle Kinder, nur die nerven. Ach. Immer diese Untoten, die noch einen Oberkörper haben. Dose Steine? Wow. Wow. Wow, wow, wow. Ach ja, cool. Da war ja sowas. So, damit können wir die erste Todeszelle zerstören. Ach, die habe ich schön gestunt, ne? So, das war die zweite Todeszelle. Ich muss mal ganz kurz in meinen Spells gucken. Und ich in meinem Inventar. Schuhe sollte ich auch mal anziehen, vielleicht. Nein, ich zieh mir kein Schwert an, ich bin ein Dämonenjäger. Wo du ja eh die ganze Arbeit irgendwie machst. Hey, eine Lederhose. Ja, ich habe auch eine. Ich muss die anziehen. Ich habe nämlich keine. Wie, du trägst keine Hose? Ach, nie. Doch, jetzt keine. So, dann geht's mal weiter. Wir haben jetzt gerade dankbare Skelette bei uns. Die lieben uns. So, dann machen wir mal sehen. Ach so, Jan, wir stellen uns mal ganz kurz an die Seite. Warte mal kurz. Mhm. Ich muss das Ganze mal ein bisschen leichter für uns machen. Dann gehe ich hier auf Angriffsgeschwindigkeit. Ich habe ja schon ein Paragon-Level. Ich habe ja schon länger gespielt in der Season. Ich kann ja meine Paragon-Punkte vergeben. Okay. So, All Res. Ja. Ist zwar erst 180, aber okay. Ja, Abenteuer, ich auf Ressourcenkosten, ja. So. Und so, ah ne. Jetzt wird's witzig. Yep, da wird geschnetzelt. So, jetzt gehen wir mal hier nach unten. Ne, hier geht's woanders hin. Wir müssen nach oben weiter. Noch eine Lederhose. Wie viel? Jumei. Da waren die Bayern. Was machen die denn hier? Oh, Lederhosen ausziehen. Da sind schon wieder so ein paar, die steigen alle aus den Gräbern.
Jetzt nichts gegen unsere bayerischen Kollegen, aber. Schau, ein Lederwand. Noch mehr Ledersachen. Du bist langsam zur Domina, hä? Gerne doch. Was? Nein. Jan, ich wusste gar nicht, dass du so eine weibliche Seite an dir hast. Was ist eigentlich die männliche Form von Domina? Dominator? Nein, Dominus. Ja, ich weiß. Ich wollte gerade sagen, nee, du hattest keinen Dateien, ne? Nö. Dominator. Früher im alten Blatt, früher im alten, Rom, ja. Ja. Get wrecked! Bester Spruch von ihr, macht euren Frieden jetzt. Da war noch eine Truhe, ne? Die wollte ich mir ja schon noch holen. Ja, ja, ist auch besser so. Ich kümmere mich in der Zeit um das Wichtige. Ja, ja. Hey, ich habe eine neue Waffe bekommen. BZ. Alter, wie viele Skelette haben wir denn mittlerweile? Ach komm, es bleibt doch in euren Gräbern. 12. Oh, guck mal, hier oben ist ein Wettermob. Stufe 7. Hey, ich habe einen Kurzbogen bekommen. Willst du den? Sag doch einfach mal, wie viel. Nehm ihn mit. Nehme ich mit. So, hier oben weiter, Jan. Macht zwar glatte 49% weniger Schaden, aber. Nimm einfach mit, ist mir egal. So, Jan, drück mal bitte T. Ja. T gedrückt. Ja, du bist jetzt zurück in der Stadt. Richtig. Ich komme jetzt auch rüber. Wir haben jetzt nämlich das nächste Kopfgeld. Ich will nämlich gerade mal ein paar Sachen herstellen und dich nicht die ganze Zeit da stehen lassen. Ach, du willst mir Sachen herstellen? Nice. Nee, mir. Ich kann sie so nicht rausschmeißen, wenn ich sie mir herstelle. Leider. Was will ich uns beiden was herstellen? Wert. Zähigkeit oder Erholung? Das kann ich dir nicht sagen. Sind wir schon Level 7? Ja. Sehr schön, dann gibt's eine gelbe Waffe. So, jetzt kann ich mir Armschienen herstellen. Neue Brust. Neues Kreuzritterschild. Neue Stiefel. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Weil den Rest muss ich erstmal zerlegen und dann können wir gleich weitermachen. Du siehst schon, die Let's Plays werden etwas länger, ne? Ja, die Let's Plays werden auf jeden Fall länger. Ist aber ja gar kein Problem. Nee. Und ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal die erste Folge, aber danach geht's direkt weiter. Richtig.